Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder was auch immer ihr schaut. Ich bin Patrick von Kanal Streaming und begrüße euch zum finalen Kampf zu der Hinrunde. Ey, also in diesem Kampf hier geht es darum, ob wir in die Playoffs kommen. Ich muss hier mit 2 Punkten Differenz gewinnen. Da habe ich das. Ja, mein Team habe ich euch gestern vorgestellt. Mit Bisaflor in der Megaform, einem Walshakyurem. Soulfest, Raikou, Fistef, ja, Papa Berry, Capoeira, Walband, Kribuchak und Life of Desputa. Auf der Seite sehen wir Panferno, Boreos in der Inkarnationsform, Snibunna, Nachtara, Hutsasa und das von mir auch schon angekündigte Kastellit. Heißt, nichts was in seinem Team, was ich nicht erwartet hätte. Aber, ich sehe ja gerade nicht wirklich viel. Was er gegen Krebetag reinwerfen kann. Gegen Krebetag kann er nichts reinwerfen. Und das kann ich in dem Kampf dann hoffentlich auch ausnutzen. So. Ich ziehe dann direkt mit Bisaflor. Er mit Panferno. Und er hat schon gesehen. Ich bin einfach mal direkt drin geblieben und habe die Matchbombe geklickt. Weil ich mir dachte, der will jetzt auf den First Turn, mit dem ich predikten, dass ich drin bleibe. Da ist mir Bisaflor eigentlich zu wichtig sein. Ja, ich habe ja auf die Kerlwende prediktet. Okay, der wird jetzt rausgehen. Ich kann auf irgendwas immer schon mitdrücken. Schnell gucken, was für ein Investment, was für Item, was auch immer. Sehen wir Hulzasa, du sollst okay einen Schaden machen und die Matchbombe. Und wir sehen. Es ist nix. Und daran sehen wir jetzt schon mal, dass das Hutsasa so besser ist. Ich gehe direkt raus in mein Despota. Denn alles, was da speziell offensiv kommt, macht Despota nichts durch den Sandsturm. Aber geht direkt raus. Und zwar in sein Boreos. Und dann dachte ich mir direkt. Also ich bin dann hier auf die. Auf was bin ich gegangen? Ah ne, ich bin ja gerade direkt raus. So. Okay. Gucken wir doch mal, ob er einen Kampf gelost hat. Und er hat ihn tatsächlich. Heißt. Es steht direkt 6:5 für ihn. Das ist natürlich jetzt schon mal aktuell nicht so geil, weil ich wie gesagt diese 2 Punkte Differenz brauche. Jedes Mon braucht, was ich haben kann. Ja, aber ich gehe jetzt einmal in Krebuchak rein. Und okay, der ist minus 1, der kriegt mich nicht dauernd. Ich gehe einfach mal straight auf den Knockoff. Er geht raus in seinen Hulzasa. Und ich habe ja gesagt, in Krebuchak hat er keinen Switch hin dabei. Ich tue den Abschlag. Anpassungswahlmann, Full Attack Abschlag. Und das killt einfach. Krebuchak hat Bock. Das war der erste Kill von Krebuchak am 7. Spieltag. Geil. Ja. Ich gehe direkt in sein Panferno. Habe ich gedacht, okay, der kommt jetzt irgendwie Nahkampf, was auch immer. Gehe in meinen Capoeira, weil Capoeira ist gerade exakt für sowas da. Der ist Fistef, der kann das alles abfangen, was da kommt. Aber geht direkt auf die Kehrtwende. Und nach der Kehrtwende kommt hier wieder sein Boreos. Wir haben hier, okay. Das. Bevor ich jetzt hier rauskommt, das Ding Orkan oder Luftschild was auch immer hat, gehe ich hier in meinen Raikou. Mit seiner Soulfest, weil. Damit jeden speziellen Move von dem gut tanken sollte. Aber da kommt der Delegator. Das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, was genau macht der jetzt? Halt dann Angst, bin auf den Donnerblitz gegangen. Also einfach um zu gucken, wie er da jetzt drauf was er da jetzt macht gegen Raikou. Dann kommt der Kraftkoloss. Und in diesem Damage sehen wir, das Ding ist komplett physisch offensiv. Ja. Geht dann direkt raus. Holt sein Nachtara rein. Und ich hab meine Story auf den Voltwechsel. Hab hier hätte das Boreos auch easy rausgenommen mit dem Voltwechsel. Heißt, auch wenn er drin geblieben wäre, hätte man keine Nachteile gehabt. Gegen Krebuchak einfach nur, weil. Ich hab gesagt, er hat nichts gegen Krebuchak. Und selbst wenn das Fistel Nachtara ist, ich mach min 60% mit dem Krabhammer. Habe ich erst nochmal gekalkt, bevor ich ihn reingeworfen habe. Dass ich hier so gut ziemlich alles perfekt abräumen kann.
Heißt, hier kommt dann auch der Grabhammer. Und der erstmal mit seinem Schmarotzer. Der crittet. Was in dem Fall ein bisschen unlucky war. Hier auf dem Grabhammer. Und schau euch das an, das ist Nachtara. Ohne Fissive Investment hätte ich sogar die Chance gehabt, es auf der Range zu killen. So, kommt der Schmarotzer. Und bringt mich hier in einen roten Bereich. Ich will mal gerade mal drücken, das waren jetzt 2 Kills für Krebutak. In den 5 Matches oder so, wo es dabei war, wo es von 2 mal nicht mehr eingesetzt wurde und 3 mal abgeworfen wurde. Gefühlt. So, Alien Kastellit. Ich habe mir gedacht, okay, ich bin schneller, was will er machen? Und er ist schneller. Heißt, Kastellit mit Speed Investment. Ja, ich gehe in Capoeira. Hab mir, okay, was will der jetzt großartig machen? Hab mir überlegt, okay, toxinisieren wir das Ding einfach mal. Erst so dann auch die Robustheit gebrochen ist, aber geht direkt wieder raus. Und wir können hier sein Panther toxinisieren. Dann hab mir, okay, der will jetzt hier wirklich mit Panther dieses Matchup haben. Dann gehe ich da einfach mal auf den Nahkampf. Wenn der hier mich jetzt attackt, ich tank schon was mit Capoeira. Und dann den Nahkampf. Leider hat er mich, wie viele KP ist es etwa über der Bärengrenze? Also es sind auf jeden Fall ein paar KP über der Bärengrenze. Wäre ich mit ihm drunter gewesen, weil Japa-Bäre wäre jetzt schon ganz praktisch gewesen, so die 50% nochmal drauf. Aber Capoeira kann ich auch seinen ersten Kill mitnehmen, mit dem Patronenhieb gegen Buftis Panferno. Ja, und ich hole sich auf die Idee, kam Rocks zu legen. Habe ich jetzt auch Capoeira nicht mehr, wenn ich gebraucht. Da hat mir, okay, der will es für den Delegatus aufsetzen wollen. Weil der sonst, weil er jetzt safe in Switch-Off predicted. Habe ich hier einfach auf den Nahkampf, um den, um jetzt immer wieder zu breaken, den Delegator, egal wie oft ich ihn jetzt aufsetzen will, ich lasse diesen Delegator nicht da. Das darf ich nämlich einfach nicht machen, weil wenn er jetzt wieder einen Delegator hat, dann brauche ich wieder Raikou zum Breaken und dann finde ich mein nächstes, finde ich was. Und wenn der Fizz Attack ist, kann es halt auch sein, dass der einen Protzer oder ähnliches spielt. Ich finde die Akrobatik, die jetzt auch durchs, die ist auch auf 110 Stärke ist, dadurch, dass er seinen Item verloren hat und dadurch von ihm wieder auch kaum ist. Zweites Mon weg. Drittes Mon weg. Heißt, wir dürfen jetzt noch maximal ein Mon verlieren in dem Kampf. Da muss ich natürlich wieder auf meine spielerischen Fähigkeiten verlassen, die manchmal existent sind, manchmal nicht. Es steht jetzt 3-3. Ich gehe auf den Voltwechsel, weil ich habe jetzt quasi nichts Besseres, was ich drücken kann. Ich hätte Boris mitgenommen und ich kann auch für einen anderen Mons guten Schaden drücken. Also, Voltwechsel. Macht sie wohl sehr guten Schaden. Ja, ich jetzt ein Kyurem. Weil Kyurem schneller ist als alles, was er hat. Weil ich das in den Scarf habe. Und ich drücke den Draco. Problem war in dem Moment, Eisschalter nicht gekillt. Und bei Fokusschuss soll ich mich hier auf die 70% verlassen. Habe ich hier tatsächlich auch auf, hier sehe ich auf den Draco, um auf minus 2 zu gehen jetzt auf, in der Runde. Er geht jetzt in Kastellit. Klar, okay, den lasse ich nicht ausbuchen. Ich gehe nochmal von Draco. Und ich kritte ihn. Das sieht man ja auch immer. Das war etwas zu viel in dem Moment. Ist ja nicht so, als ob ich auf den Crit nicht gehofft hätte, aber er ist schon ein bisschen unlucky, weil auf minus 2 hätte ich Kastellit hier knapp etwas mehr als die Hälfte gemacht und hätte ihn danach nicht mehr killen können. Jetzt geht er hier auf den Hausbruch. Muss jetzt hier jetzt gamblen. Ist jetzt schneller oder nicht? Aber er ist tatsächlich nicht schneller. Heißt, er hat kein volles Internet-Investment, weil er wahrscheinlich auch nicht mit dem Scarf auf Kyurem gerechnet hat. Und dadurch kann ich jetzt hier seinen Kastellit rausnehmen. Was, wie gesagt, nicht so gewesen, wenn ich nicht gekrittet hätte. Weil er so dieses, dieses Mon nicht hätte behalten, weil sonst dieses Mon hätte behalten können. Und der Haus, und dann nochmal ein Hausplan entlicken können, wo ich mir gerne ein bisschen durchgeht. Ich sehe ja auf die Superpower, weil mein Draco natürlich mal wieder gemisst hat. Muss er natürlich auch mal. Wäre ein bisschen kacke gewesen, wenn er jetzt einfach mit durchgegangen wäre. Alter, mir okay. Ich bleibe jetzt einfach auf Kyurem. Weil, wenn ich rausgehe, drückt dann Delegator auf Safe. Das will ich nicht.
Und jetzt wiederhole ich hier meine Dracos. Weil ich auch ein bisschen anlacht, dass jetzt der Draco nicht gereicht hat, um den Sub zu brechen. Jo, ich bringe mal den Draco. Er geht hier weiter auf den Protzer. Aber dadurch, dass er, ja. Er weiß, dass er noch einen Draco tanken kann. Aber hat sich dabei wahrscheinlich ein bisschen verkalkt, weil ich bin ja schneller als er. Und wenn er jetzt mal einen Protzer drückt und ich jetzt hier auf den Draco gehe, sehen wir auch, dann bringe ich ihn hier, auf den Range, weil keine Legate mehr aufsetzen kann. Und ich bin schneller dank dem Scarf. Aber jetzt kommt noch das Ende, jetzt habe ich hier auch keine Attacken mehr übrig und tut den Verzweifler. Natürlich auch ganz amüsant, das Ende. Und ich verliere tatsächlich noch. Heißt Kyurem, übelster Matchwinner, mal wieder. Das Ding ist sowas von überragend gut. Ja, und so haben wir, wenn noch etwas lucky, noch tatsächlich den Einzug in die Playoffs geschafft. Ich bin tatsächlich minimal stolz auf mich. Ich glaube, der einzige Kampf, den ich nicht mit Lucky, gewonnen habe, war gegen Snowprince und gegen Lars. Gegen Lars habe ich ja die geile Breach mit Kyurem gehabt. Da war auch wieder Kyurem der Shit. Gegen Snowprince hatte ich halt Pisa-Floor. Ja. So. Heißt, in etwa, ja, ich glaube in 2 Wochen geht es dann weiter mit den Playoffs. Da müssen wir gegen Ele ran. Heißt, gegen den ersten Gegner, den wir hatten, gegen den ich auch meine höchste Niederlage in der Liga hatte, mit 4:0 müsste es gewesen sein. Und ich bin einfach unfassbar froh, dass ich es noch in die Playoffs geschafft habe. Mit diesem Team, was irgendwie nicht so krass ist, aber irgendwie auch echt cool. In die Playoffs kommen ist halt schon echt crazy. Aber ich würde dann sagen, wir sehen uns dann spätestens in 2 Wochen, vielleicht auch mal früher, falls ich irgendwie mal noch wieder auf die Idee komme, mal wieder ein paar Platin aufzunehmen. Und ciao!